Hallo, ich grüße dich, bin die Kuya Lorena und nochmal bin ich hier, um dich zu begrüßen und wieder ist sehr, sehr spät. Gerade eben ist gestern der Neumond, den wir gefeiert haben und wir sind voll in diesem energetischen Einfluss von dem Neumond. Der Neumond ist unser Satellit, die um Planet Erde herum sich dreht. Unsere Mondin hat für uns Frauen einen besonderen Einfluss auf unsere Körper, die es sichtbar ist. Auch natürlich für die Männer. Die Mondin bei Vollmond aktiviert unterschiedliche Schwingungen, die wir in uns erlauben. Und der Neumond ist so ständig in unser Körper und in unserem Umfeld. Für die Reinigung, für alles, was wir bereit sind, von uns in uns zu verabschieden, damit wir was Neues beginnen darf. Dieser Neumond in diesem Monat November ist sehr, sehr wichtig. Wir haben bei unserer Neumondzeremonie mit so vielen Frauen wie nie zuvor dieser besondere Tag, diese besondere Schwingung gefeiert. Weil der Neumond hat einen ganz starken Einfluss von 3 Tagen davor und 3 Tage danach. Und ihr Einfluss hat eine Spannweite von circa 6 Monaten. Dieser Neumond, wie gesagt, erlaubt uns einen Neubeginn, einen Beginn von einem neuen Zyklus. Und wir haben in dieser besonderen Zeremonie den Kontakt mit unseren inneren Göttin, inneren Gott, na gut, wir waren alle nur Frauen und deswegen haben wir mit den inneren Göttin Kontakt aufgenommen. Wie komme ich in Kontakt mit meinen inneren Gaben? Und darüber möchte ich mit euch ein paar Worte geben. Erstmal, es ist wieder sehr spät. Ich habe jetzt so gut wie keine Stimme mehr von so viel sprechen. Jetzt heute habe ich so viel gesprochen. Und ich bin müde. Und die Schwingung von diesem Neumond macht uns sehr müde. Wir sind müde. Wir vorbereiten uns für die Winterzeit. Die Winterzeit, jetzt wo ich wohne, im Harz, ist irgendwie verzögert. Die Temperaturen sind viel zu hoch, wie im Vergleich, als es letztes Jahr war. Ich habe immer noch kurze T-Shirt. Und im Moment ist es sehr spät wieder, weil durch diese Stille der Nacht es ist besser und tiefer, intensiver zu hören zu dürfen. Dieser Neumond bringt viel Unruhe in uns, weil sie verlangt in uns eine drastische Veränderung und davor haben wir ein bisschen Angst. Dieser Widerstand in uns, ich bin nicht bereit, noch nicht, ich bin noch nicht so weit, das kommt in diesen Tagen vor. Und aufgrund dessen, dass zum 14. November ist erwartet einen Mondfinsternis,
dann desto stärker ist der Einfluss von diesem Mond in unser Leben. Ich habe euch so viel zu sagen und im Moment weiß ich nicht, wie ich mit euch beginnen darf, weil ich merke, ich spüre die Unruhe zwischen den Menschen und zwischen anderen Wesen, die nicht nur Menschen sind. Ich bedanke mich bei so vielen Kommentaren, bei dieser Bestätigung von alles, was wir sagen und besonders die Prophezeiungen, die wir gegeben haben. Bis jetzt, alles ist so gekommen, wie wir es besprochen haben. Leider für viele keine guten Nachrichten. Nur ich möchte euch nicht in Angst versetzen, sondern ich möchte, dass es euch bewusst ist, wo wir jetzt sind. Und wir sind in einer heftigen Wandlung. Und diese erwartende Wandlung findet in diesen Wochen statt. Und natürlich muss ein Chaos entstehen, bevor Ordnung kommt. Und diese Zeit ist göttlich. Ich versuche mich nochmal jetzt anzubringen an den Einfluss von unserem Neumond vor diese Mondfinsternis. Ein Mondfinsternis symbolisiert eine drastische Veränderung. Sei es in unserem Körper, in unserer Psyche und in unserem Umfeld. Wir haben seit September gesagt, dass irgendwas Unschönes für uns stattfinden wird. Und dieses Unschönes für uns symbolisiert eine Veränderung in uns, in unserem Leben, die natürlich unschön für uns ist, weil diese Veränderung verursacht in uns, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen müssen. Und wenn wir es nicht tun, dann erzeugen wir in unserem Leben wieder einen Leidensweg. Erlaube uns, wie die Fische zu sein, die fließen durch das Wasser. Keiner bleibt stecken gegen einen Stück Holz, der in diesem Gewässer sich gezeigt hat, sondern sie fließen mit, sie schwimmen mit. Unser Ego bleibt in diesen Blockaden fest, weil unser Ego ist unser Verstand, der immer versucht, uns zu schützen. Nur wenn wir uns nur von unserem Verstand und unserem Ego abhängig lassen dürfen, ich hoffe, mein Deutsch ist klar, entsteht in uns ein Leidensweg wieder. Wir kämpfen und das kostet uns viel Kraft. Unser Herz sagt, schwimm weiter. Und das wissen wir, weil das ist der erste Impuls. Und unser Verstand kommt danach und sagt uns, nein, das muss weiterlaufen, so wie es vor 2, 3 Jahren war. Und schau bitte zu, was passiert im Planet Erde. Besonders hier in Deutschland. In einigen Ländern dürfen die Menschen ja schon mittlerweile ohne Maske laufen. Selbst in Restaurants drinnen oder in Läden. Es werden auch so viele Lügen verbreitet, damit wir in unsere Angst kommen.
heute wie nie zuvor ist die Zeit, dass wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und die Verantwortung zu übernehmen bedeutet, egal was die anderen dir sagen, hör in dich hinein. Höre dein Herz, höre deine Urgefühle, vielleicht auch dein Verstand, aber dein Verstand, der auf dich aufpasst und nicht der Verstand, der dadurch dich in der Schwelle der Angst dich mitbringt. Wir werden hier ganz klar abgelenkt von das Tatsächliche, was im Moment im Planet Erde stattfindet. Mein Aufruf auf dich. Lass dich nicht ablenken, nicht jetzt. Wir haben gesagt, es wird etwas Unschönes passiert. Wir sind voll drinnen. Nur wir sind mit den Nachrichten und die Impfung und alles, was hier abgeht, so von abgelenkt. Und wir schauen nicht zu mit größeren Augen, was im Planet Erde stattfindet. Die Erdbeben. Mutter Erde bewegt sich, besonders jetzt. Überschwemmungen haben ja schon angefangen, in den nördlichen Ländern stattzufinden. Seit 27. oder 28. Oktober ist gewiss und es ist bewusst, dass Überschwemmungen in England ja schon angefangen haben, sich zu zeigen. Das haben wir seit 3 Monaten gesagt. Und wenn das Wasser von den Norden kommt, bitte, es ist Zeit, dass wir auch auf uns aufpassen. Das hat nicht mit Angst zu tun, mit Vorsorge. Du kannst weiter die Sterne schauen und warten auf Informationen, die kommen von anderen Planeten. Hallo, wir sind hier im Planet Erde. Und die Wahrheit kommt nicht von oben, kommt von unten. Ich mag dich nicht schimpfen, aber es klingt so, als ich dich schimpfen würde, gell? Ich versuche nur, dass du in Kontakt kommst mit deinen wahren Antennen. Und deine Antennen sind so genauso wie beide Bäume unter deine Füße. Erde dich. Erde dich. Am Ende dieser Botschaft oder dieses Schimpfen machen wir eine kleine Erdungsmeditation. So, nochmal. Ja, alles ist sehr chaotisch, damit eine Ordnung kommen kann. Nochmal. Wenn wir, bevor die Mondfinsternis stattfindet, bitte ich dich darum, dass du dich vorbereitest für die Auflösung von all deinen alten Mustern, damit du frei in eine neue Zeitphase gehst. Wir haben vor 2 Monaten meines Wissens durch ein Portal sind wir gegangen. Und dieses Portal symbolisiert das Portal zu der Wandlung, zu der neuen Zeit. Wir sind gerade eben durchgegangen, nur die Blockaden werden sich jetzt zeigen, weil eine Blockade bedeutet, etwas bremst mich. Und das, was mich bremst, sind alte Strukturen, alte Erziehungen, Schemen, die nicht zu unserer Ur
Sprunguhr-Realität gehören. Wir haben ein Herz und dieses Herz trägt in sich das mächtigste Potenzial, das in dem ganzen Universum existiert. Wir sind Menschen mit mächtigen Kräften. Und wir sind belogen worden über Millionen von Jahren, nicht Tausende, Millionen. Damit wir nicht in unsere Kraft, Urkraft kommen, sondern damit anderen von uns diese Energie abzapfen und sich davon ernähren, damit sie in ihr eigenen Glanz leben dürfen. Alles, was grandios und groß und was dich auch kleiner fühlen macht, hat eine dunkle Ursprung. Ich brauche es nicht so genau erklären. Du weißt, von was und von wem ich rede. Alles, was dich klein fühlen lässt, kommt nicht von der Liebe. Die Liebe trägt dich. Die Liebe sagt dir, wie wundervoll ist, groß in Verbindung mit allen Lebewesen zu sein. Die Vernetzung ist die Kraft der jetzigen Zeit. So wie die Zelle rund ist. Ohne, du hast nie gesehen, einen Körper oder einen besondere Zusammenfassung von Energie, die nur allein eins existieren kann. Die kann nur existieren durch Vernetzung. Wenn du das Bild von den Blumen des Lebens siehst, sie ist nicht allein, sind mehrere Kreise, die zueinander passen. Und so sind wir Menschen. Selbst unser Körper zeigt uns, wie es geht. Diese Zellen sind vielen, die zusammen in Harmonie verbunden sind. Und wenn diese Harmonie nicht aktiviert ist, dann es gibt kein Leben mehr. Es entsteht Krankheit und danach Tod. Und ich will dich erinnern, wir sind unsterblich. Ja, irgendwann diese Körper wird seine Funktion erreichen und veraltert, wenn wir es wollen. Wenn wir dran glauben. Trotz allem, ja, veraltert und irgendwann stirbt. Aber da stirbst du nicht. Sondern nur diesen Körper, dieses Gefäß, diese Tempel, auf den wir sehr gut aufpassen müssen, weil das ist unsere Selbstverantwortung. Wenn du dich schlecht ernährst, wenn du deinen Körper missbrauchst, durch übermäßige sexuelle Konsum. Ich kann nur dir sagen, dass du bist dabei, dich selbst zu vergiften und selbst zu verlieren. So wie in außen, in innen. Wenn du so sehr brauchst zu rauchen, beim Rauchen durch den Rauch und wenn du in Sorgen bist, du denkst,
Du machst dir Sorgen, du grübelst. Und wenn du rauchst, du ziehst, du rufst diese Energien zu dir. Ich möchte dich zu den Rauch und zu diesen Suchten etwas sagen, weil genau in diesen Zeiten, bevor diese Mondfinsternis kommt, wir Menschen sind in einer Phase, in der wir besonders uns an diesen alten Strukturen, Suchte, Gewohnheiten festhalten. Das ist die Schwingung jetzt, weil wir unbewusst wissen, dass wenn wir es loslassen, dann kommt die endgültige Veränderung für uns und es ist schon fast da. Es kommt jetzt in der Mitte des Monats. Ja, du wirst dich fragen, und was passiert, wenn ich nicht geschafft habe, meine alten Strukturen loszulassen? Dann passiert eine Blockade. Und diese Blockade bedeutet ein Leidensweg. Und wenn ein Leidensweg kommt, dann kommt das nächste Problem in dir. Existenzielle Ängste und alles, was wir ja schon genug kennen. Nur die Sterne, die Konstellationen sind dabei, uns energetisch von außen an Planet Erde zu unterstützen. Von außen, das Universum hat ein großes Auge über uns. Sie wollen uns helfen. Nur wenn wir uns energetisch nicht helfen lassen wollen, sondern stur an unseren alten Strukturen uns festhalten wollen, wieso soll sich etwas was verändern? Alle werden jetzt gefragt. Alleine, wie gesagt, den Kreisbildung. Wenn eine sich nicht verändern will, dann kostet der andere ein bisschen schwierig, auch sich zu verändern, weil wir sind alle Hand in Hand verbunden. Der eine kippt um, dann müssen wir versuchen, ihn zu ziehen, damit er aufstehen kann und wir zusammen uns verbinden können. Nur es ist einfacher, aufzustehen, wenn wir alle kollektiv arbeiten. Das ist klar, da zeigen sich, dass wenn einer stärker ist, dann dieser, der stärker ist, kann auch die Energie besser halten und der andere steht Stück für Stück auf und dann steht da. Und dann der Stärker irgendwann wird auch ein bisschen schwächer werden. Aber dafür, der, die schwächer war, dann hat er jetzt die Kraft bekommen, bis diesen Kreis irgendwann in eine kollektive, harmonische Kraft entstehen wird. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Übernehme die Verantwortung für dein Leben. Wenn du beginnst, dich in diese Schwingung der Selbstverantwortung zu begehen, automatisch werden Gleichgesinnte durch dich angezogen, wie ein Magnet. Und dann da entstehen die Kreise. Und je mehr Kreise sich zeigen, desto mehr Chancen haben wir, als freie, göttliche Wesen zu leben. Lass dich nicht ablenken, bitte. Kommuniziert, verbindet dich mit Gleichgesinnten. Wir haben eine wundervolle Frau in der Erde kreist. Die mittlerweile sind wir ja schon über 400 Frauen. Und ich weiß, es gibt noch andere und es werden immer mehr. Wir laden als Frauen der Erde andere Frauenkreise, sich an uns zu schließen. Hier gibt es kein besserer oder weniger. Wir sind alle gleich mit unterschiedlichen Richtungen. Wir laden euch alle ein, weil zusammen werden wir dem Wunder im Planet Erde erlauben. Und wir Frauen haben eine riesige Verantwortung für unser Planet Erde. Unsere Männer sind auch müde zu kämpfen. Sie haben über Tausenden von Jahren
gekämpft. Sie haben Kriege geführt, unbewusst, weil sie auch durch andere Energien manipuliert worden sind, damit wir in dieser Situation sind, wo wir sind. Es ist Zeit, dass wir als Frauen uns mehr zu unserer Mutter Erde verbinden. Warum wohl ist das so viele Frauen in einem spirituellen Seminar mitmachen? Warum wohl? Ich glaube, das habe ich schon wiederholt und ich wiederhole es gerne nochmal. Warum? Weil wir wissen, in unserem Unterbewusstsein, dass jetzt ist die Zeit, dass wir, die Frauen, wir in unsere Kraft zurückkommen. Die Männer haben schon genug getan und jetzt sind wir dran. Kümmere dich für dein Zuhause, beginne in innen, beginne deine Kraft in dein eigenen Haus zu aktivieren. Komm in Kontakt mit deiner Pflanzenwelt, mit deinen Blumen. Bring die Blumen in dein warmes Zuhause. Sorge für deine Kinder. Und du wirst sehen, wie dein Zuhause die Kraft der Liebe von Mutter Erde in die obere Welt bringen wird. Du bist die Verantwortung für diese Planet Erde. Sonst hätten wir jetzt alle gleichzeitig nicht in dieser Zeit inkarniert, weil wir es schaffen. Wir schaffen es. Locker. Egal, auch wenn die Erdbewegungen kommen, die Vulkanausbrüche, hey, beobachte, was draußen stattfindet, das haben wir auch gesagt. Nur erschrecke dich nicht, geh in den Empfang und sorge für dich. Sorge für dich und deine Lieben. Es kommt jetzt ein Crash in alles, was materiell ist. Es muss kommen. Es muss noch schlimmer der Chaos sich zeigen. Warum wohl? Damit die Veränderung stattfindet. Nur wenn du in die Angst gehst und du dich kriegst und irgendwohin gehst, wo du dich verstecken kannst, dann hilfst du dich nicht und hilfst du nicht der Menschheit. Geh in deine Kraft. Und deine Kraft ist, geh in deine innere Vertrauen. Wir sind Götter. Je mehr wir in der Liebe gehen, desto mehr Mutter Natur erholt sich. Wenn wir in die Angst gehen, geht auch alles kaputt. Wir stehen vor einer riesigen Chance. Und diese riesige Chance bedeutet, lass los. Lass einfach los, was du nicht mehr brauchst. Verabschiede dich von alten Klamotten, alte Stücke, die dich eine gute oder schlechte Erinnerung von der Vergangenheit bringen. Ja, Bilder von deiner Familie, natürlich, es ist eine wunderschöne Erinnerung zu unseren Ahnen, die uns verbindet mit unseren Ahnen, weil unsere Ahnen sind genau unter unseren Füßen und sie geben uns die Kraft, wie Bäume nach Richtung der Sonne zu wachsen. Nur, du weißt, was ich meine. Sammel nicht Sachen, die dir nicht erlauben, in deinem eigenen Zuhause in Leichtigkeit zu leben, so wie in außen innen. Wenn in deinem Umfeld alles total verstaut ist, dann bist du auch selbst energetisch verstaut. Vertraue. Besorge dir Kerzen, die dein Zuhause wärmen dürfen.
kommt in Kontakt mit deiner Drache, die dich beschützen mag, sind so viele Drachen aus all diesen Vulkanen rausgekommen, um in Kontakt mit uns zu kommen und uns zu beschützen. Schaue, wo die Bäume sind. Ich habe es geschaut bei mir in unserem Mutterbaum. Da war eine da, die in dem Baum zwischen den Asten da gesessen ist. Ihr denkt vielleicht, dass ich verrückt bin, aber die sind energetische Götter. Die stehen schon da. Wenn du beobachtende Vulkanausbrüche beobachtet, die Bilder, die ätherische Bilder von diesen Flammen und der Rauch. Beobachte es bitte. Geh nicht in der Angst, sondern in dem Vertrauen. Wenn du in der Vertrauen gehst, kommst du in deinen Kontakt mit deiner Übersinnlichkeit. Wir sind übersinnliche Wesen. Wir fühlen, wir hören, wir schmecken, wir riechen. Wir haben Antennen in unserem gesamten Körper, vergesse es nie. Wenn es dir kalt ist, dann sorge für deine Wärme. Es gibt so viele Ahnen, die ja schon gestorben sind und die wollen auch uns nicht loslassen. Und da ist, wo entsteht diese Besetzungen. Über Besetzungen, das ist ein ganz wichtiges Thema in dieser jetzigen Zeit. Es sind so viele Energien von Verstorbenen, die uns auch begleitet haben nach ihrem Tod, weil sie wollen uns beschützen. Es sind gute Seelen. Nur es ist uns kalt und wir haben Angst. Und diese Angst ist üblicherweise nicht von uns, sondern von diesen Verstorbenen, die uns so nahe liegen. Und mittlerweile, durch unsere Arbeit, persönlich habe ich auch schon gesagt, ich habe festgestellt, dass die einzelnen Behandlungen jetzt nicht mehr die Kraft erreichen wie eine kollektive Arbeit. Wenn wir Retreats veranstalten, in denen mehrere Menschen sich anmelden, diese Menschen ziehen sich zusammen, weil fast alle Menschen die gleichen Themen haben zu verarbeiten. Warum sollen wir Einzelbehandlungen machen, wenn wir eine kollektive Arbeit machen dürfen? Es ist die Zeit der kollektiven Schwingungen, weil durch kollektive Arbeit erreichen wir eine gigantische, hochgeladene Transformation, nicht nur in uns, sondern in unserem ganzen System. Sogar Außerirdische kommen, um uns zu helfen, und anderen Außerirdischen auch kommen, um uns auszunutzen, weil viele von uns stehen in der Angst. Lass dich nicht ausnutzen. Komm in deine Kraft. Wie? Geh nach draußen, erde dich, geh barfuß, egal wie kalt es ist. Verbinde dich und fühle, verbinde dich mit deinen Sinnen. Durch die Verbindung von deinen Sinnen kommst du in hier und jetzt. Mach dein Muster unterbrechen. Wenn du das Gefühl hast, dass du wieder in eine Sucht gehst, durch diesen Rauchen und das Rufen von allen die Energien, die eigentlich dich noch mehr schaden wollen, als du glaubst. Geh raus aus diesen alten, zerstörerischen Mustern. Ich wiederhole unsere 5 Punkte, weil alle guten Dinge 5 sind. Und das erste ist einfach beide Füße auf dem Boden, langsam einatmen und ausatmen. Fühle dich einfach. Zweite, Körper. Tief einatmen. Luft anhalten. Zähle von 21 bis 23. Und ausatmen. Da holen wir uns den Kontakt mit deinem Körper. Dritte,
tief einatmen, Luft anhalten, zählen von 21 bis 23, Geist. Wir holen uns unseren Geist in unser Körper und dann atmen wir aus. Und dann hier, der vierte, tief einatmen, Seele, Luft anhalten, zählen und wir holen uns unsere Seele wieder zurück in unser Körper und wir atmen aus. Und der fünfte, langsam einatmen und integriere deine drei Körper, deinen physischen Körper, deinen seelischen Körper und deinen geistigen Körper. Bring dich in Einklang und du wirst sehen, dann wirst du ruhiger. Dann warum? Weil du da bist. Wir sind angespannt. Warum? Weil unser Geist irgendwo anders ist und unsere Seele irgendwo anders und unser Körper, vielleicht spüren wir ihn nicht. Dann mach dein Mu. Und wenn wir über Mu sprechen, sprechen wir über unsere verlorenen Kontinent. Unsere vergessene Kontinent, die versunken ist. Mu. Die Zivilisation bevor Lemuria und Atlanta entstanden sind. Es gibt so viel zu sagen. Aber Stück für Stück werden wir drankommen an diese weitere Information. Für mich war wichtig, in diesem Fall dich zu erinnern, es ist Zeit loszulassen. Und ein kleiner Hinweis wegen Rauchen. Ich weiß, viele von euch rauchen. Aber ich muss euch irgendwas sagen. In dem Schamanismus, wenn wir ein Feuer machen, ein Feuer bedeutet die Verbindung zu der südlichen Kraft der Elemente, die transformiert. Und das Feuer, wenn wir einen Rauch erzeugen, durch den Rauch, wir rufen unsere Spirits. Wir rufen durch den Rauch unsere Ahnen. Genau das, mit denen wir Kontakt aufnehmen brauchen, für ein Gebet, für eine Sitzung, eine heilende Sitzung oder um einfach unsere Spirits drum bitten, um Schutz und so weiter und so weiter. Und beobachte, was die Gesellschaft uns geschenkt hat. Die Gesellschaft haben diese Zigaretten erzeugt oder fabriziert, damit wir diese heilige Tradition, dieses heilige Ritual von unseren Ahnen missbraucht wird. Und interessanterweise, wenn du rauchst, du rufst und du ziehst etwas an. Beobachte, wenn du rauchst, was passiert mit dir? Du rauchst automatisch, wenn du dich ärgerst. Und da beginnst du zu denken genau an diesen Sachen, von denen du dich ärgerst. Oder vielleicht du denkst an Situationen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Ich bitte dich darum, dass du achtsam sein, zu sein bist. Natürlich, wenn du an was Gutes denkst, das ist eine gute Ausrede, wieder weiter zu rauchen, gell? Ein Sucht manipuliert dich. Das steht dir frei, wenn du dich weiterhin durch so eine Zigarette dich manipulieren lässt. Suchte sind üblicherweise Besetzungen oder Energien von anderen Wesen oder von verstorbenen Menschen, die in deiner Nähe sein möchten, weil sie wissen, dass sie dich manipulieren können, um diese Sucht wieder in dir zu hervorrufen. Du hast den Körper, sie nicht. Und sie beeinflussen dich, damit du es tust und sie sich durch dich auch von diesem Rauch ernähren können. Also sowas Schönes ist auch nicht.
Ja. Ich kann nur eine Sache dir sagen. Sei du die Veränderung. Habe den Mut, den nächsten Schritt zu machen. Weil, wenn du es machst, wenn ich es tue, du hast gesehen, wie viele Menschen auch gut gehen können, wenn es dir gut geht, wenn du zufrieden mit dir bist, wenn du stolz von dir selbst bist. Du bist großartig. Über Milliarden von Jahren sind wir missbraucht worden. Und wir sind so von beeinflusst worden, damit wir nicht an uns glauben, dass die Situation in außen dir zeigt und bestätigt, dass diese ganze verrückte Welt ist auf den Kopf gesetzt, damit wir weiterhin in der Angst leben. Das will uns auch was zeigen, oder? Dass wir sehr wichtig sind. Dann, anstatt in der Angst zu gehen, freu dich. Ist genauso wie wenn der Nachbar mit dir dich ausnutzen würde und der macht aber ein richtiges Chaos, damit du die Aufmerksamkeit dahin lenkst und du in der Angst und in der Schock bist. Und dadurch zeigt dir aber nicht anderes, sondern dass du so wichtig bist und deswegen er macht den ganzen Chaos, weiß ich oder weiß Gott, damit du dich ablenken lässt von das Wesentliche. Hm? Sorge für dich, für dein Zuhause, zünde deinen Kerzen. Sorge für Nahrung, zusätzliche Nahrung bei dir. Wenn irgendwann das Licht weggehen wird, bis um Weihnachten, bei uns in Peru, war immer so, dass vor besonderen Festen, besonderen Zeiten, in denen die Menschen sich getroffen sind, es würde auch bei uns vor circa 20 Jahren immer der Strom ausgeschaltet, als diese besonderen Festen stattgefunden sind, immer zum Weihnachten oder immer zum Silvester. Deswegen, ich würde da vielleicht mich schon vorbereiten. Und ich kann nur dir sagen, wenn das stattfinden wird, das wird nicht so lang dauern. Es geht einfach nicht. Sorge für dein Essen, besorge dir einfach nur Sachen, die du weißt, dass halten können, ein bisschen länger halten können. Hm? Sorge auch für Kerzen, weil die wärmen noch dazu. Eine gute Taschenlampe, vielleicht, wenn man das braucht. Und für mechanische Sachen. Es gibt auch ganz tolle solarenergetische Placken, womit man anderen elektrischen Geräte vielleicht noch aktivieren kann. Habe niemals Angst. Lache drüber, weil diese ganzen Zirkus werden nur gemacht, weil sie möchten uns dominieren und sie schaffen dieses Mal das nie wieder mehr. Das reicht. Wir können nur drüber lachen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Erlaubt uns, einen großen Kreis hier zu bilden. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, wir machen eine Meditation der Verbindung zu unserer Ur-Ich, zu unseren Ahnen. Und wir schauen, was uns gesagt wird, was uns gegeben wird, damit wir zu unseren Gaben zurückkommen dürfen, dass diesen Gaben, die uns über so viele Tausenden von Jahren verborgen würden, dass wir zurückkehren zu der Aktivierung von dieser Urkraft, von diesem Urwissen,
von diesen tatsächlichen Wahrheit, die wir in uns tragen. Und jetzt, ich bitte dich darum, dafür beide Füße auf dem Boden, fühle deine Füße auf dem Boden und schließe bitte mit mir deine Augen. Atme tief von deinem Herzen ein und atme von deinen Füßen aus. Und beim Ausatmen fokussiere dich auf deine Fußsohle und beobachte, wie deine Wurzeln tief in die Erde hineinwachsen und wie immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in die Erde hineinwachsen. Atme tief von deinem Herzen ein und atme tief von deinen Füßen aus. Und beobachte, wie deine Wurzeln, die Spitzen deiner Wurzeln beginnen, eine Art von Augen zu zeigen. Du beginnst selbst in der Tiefe der Erde zu sehen. Und wenn du nicht sehen kannst, du beginnst besonders mehr als nicht zuvor zu fühlen. Geh immer tiefer und tiefer und tiefer und geh durch alle Erdschichten durch, bis du beginnst sanft das Herz von Mutter Erde wahrzunehmen. Das Herz von Mutter Erde schläft noch. Sie wartet auf uns, bis wir sie aktivieren. Und beobachte, dass deine Wurzeln beginnen noch tiefer und tiefer zu gehen. Und in dem Herzen von Mutter Erde zeigen sich die Tunnel. Und diese Tunnel, die in der Mitte der Erde sind, warten auf unsere Wurzeln. Erlaube, dass deine Wurzeln durch diesen Tunnel gehen, genau durch dein Tunnel, bei dem du eine besondere blaue Licht immer deutlicher und deutlicher wahrnimmst. Dies ist dein Tunnel. Dieser Zugang gehört nur dir. Beobachte, dass wenn du reingehst, entsteht in dein Körper, in deine Wurzeln eine Art von Transformation. Um noch tiefer zu gehen, du automatisch transformierst dich wie in eine Art von ätherische Wesen. Deine Wurzeln sind da und sie beobachten alles. Und du gehst durch dein Tunnel und genau dort wartet auf dich deine blauen Ahnen. Sie bilden einen Kreis und du darfst dorthin gehen. Fühl dich beschützt und geliebt. Das Herz von Mutter Erde bewacht dich, beschützt dich, behütet dich. Mächtigen Kristallen mit dem Wissen der Erde, die ausgeschottet würden, die versteckt würden durch unsere liebe Ahnen, befinden sich hier. Und du automatisch kommst du mit diesem neuen ätherischen Körper in deinen Tunnel hinein. Und dort warten auf dich deine Ahnen. Sie haben etwas Besonderes für dich. Beobachte, dass auf ihre Art und Weise werden sie dir etwas geben.
und das, was sie dir geben. Wenn du es anfasst oder wenn du auf deine Art und Weise Kontakt aufnimmst, beginn in dir mit deinem Körper etwas zu machen. Und zwar, dein Urwissen kehrt zu dir zurück. Diese Schwingung, diese Energie, diese Frequenz wird durch deinem Herzen aufgenommen. Die Liebe von Mutter Erde verbindet sich endlich mit dir. Und das Reinste von der Urquelle beginnt durch dich zu fließen. Du bist beschützt. Die Kraft der Erde, die Liebe der Planet Erde und deine blauen Menschen umgeben dich, sie behüten dich. Und diese bedingungslose Liebe, die für dich sogar noch nie so klar und deutlich wahrnehmbar wurde, findet ab jetzt statt. Beobachte das Selbstvertrauen, das sich jetzt in dir beginnt sich zu zeigen. Deine Wirbelsäule beginnt sich von selbst zu begradigen. Ein Verjüngungsprozess findet jetzt in dir statt. Und es ist klar für dich, wofür du geboren bist. Und mit dieser neuen Information, du bedankst dich bei deinen Ahnen und du kehrst zurück zu der Oberfläche, wo die Menschen leben, zu deinem Platz, den du vorhin hattest. Und deine Wurzeln sind immer noch verbunden zu deinem Tunnel. Du sitzt. Oder du stehst und du nimmst Kontakt mit deinen Füßen, mit deinem Körper, worauf du jetzt sitzt, dein Sitzplatz. Und du atmest jetzt von deiner Fußsohle ein und du atmest von deinem Herzen aus. Und du beginnst in Dankbarkeit, deine Wurzeln Richtung deine Füße herzuholen. Du bedankst dich bei deinen Ahnen. In große Ehre, in deinem Unterbewusstsein und deinem Bewusstsein, du hast verstanden, warum du in diesem Leben geboren bist. Und wenn du es noch nicht wahrnimmst, in den nächsten Tagen, wirst du es verstehen? Beginne zu spüren deine Füße, deine Zehenspitzen, bewege sie. Bewege deine Fingerspitzen, begrüße deinen Körper. Atme von deinen Füßen ein, atme von deinem Herzen aus. Streck dich ruhig. Bewege sanft deinen Kopf nach rechts und nach links, nach vorne. Nach hinten. Rolle deine Schultern nach hinten zurück, nach vorne. Streck dich einfach ruhig auf deine Art und Weise. Atme tief ein in dein Herzen ein und mach dich breit in deinen Körper. Du bist wieder zurück in Körper, Geist und Seele und du bist göttlich. Du bist ein Mensch, weil du inkarniert bist. Als Mensch, als Göttin, als Gott. Ein Mensch, ein blauer Mensch, der eine große Verantwortung hat über sein eigenes Leben und der bereit ist, sich mit anderen Gleichgesinnten von Herz zu verbinden. Öffne bitte deine Augen. Namaste. Meine Göttlichkeit begrüßt deine Göttlichkeit.
Du bist. Wir sind. Es ist egal, was wir waren. Es ist wichtig, wer wir sind. In Liebe, in große Ehre, in diese göttliche Ebene der Liebe, sage ich dir, danke fürs Zuhören und danke, dass du da bist. Ich liebe dich. Bis bald. Danke, dass es dich gibt und dass du in meinem Leben gekommen bist.